30 Stunden. Ganze 30 Stunden hat der Koalitionsausschuss getagt. Hatten Sie auch das Gefühl? Mir kam das so vor, als wären die Regierungsmitglieder um Jahre gealtert. Das muss wirklich anstrengend gewesen sein. Bei den Koalitionsverhandlungen 2021, da gab es ja noch das Motto, keine Nachtsitzungen. Davon hat sich die Ampel schon lange verabschiedet. Die haben schon geahnt, was auf sie zukommt. Deshalb sind sie ja am Sonntag wohlweislich in Freizeitklamotte erschienen. Die Marathonsitzung beginnt. Die Outfits bequem, dass es lange dauert, ist absehbar. Mit Turnschuhen und bequemen Shirts und mit Jacken sind sie da aufgelaufen. Ich bin sicher, wenn sie sich das nächste Mal treffen, dann kommen sie direkt im Schlafanzug. 20 Stunden hat allein Verhandlungsrunde 1 gedauert. Aber da die Fronten verhärteter waren als zwischen Donald Trump und den Finanzbehörden, muss es dann nach einer Pause am Dienstag weitergehen. Und siehe da, am Ende gab es dann doch noch eine Einigung. Denn es gilt das Prinzip: Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Christian Lindner, der erste Finanzminister, der nebenbei auch noch als Paartherapeut arbeitet. Was steht denn jetzt drin im neuen gemeinsamen Papier? Es steht zum Beispiel drin, die selbsternannte Fortschrittskoalition will 144 Autobahnprojekte bevorzugt fördern. Aber wenn möglich, sollen rechts und links von der Autobahn Solarpanels aufgestellt werden. Vermutlich, um den Porsche-Fahrern ein schlechtes Gewissen zu machen. Die Sektorziele im Klimaschutz bleiben, aber die einzelnen Sektoren können sich gegenseitig helfen. Das kenne ich von zu Hause. Wenn ich Ostern alle Schokohasen aufesse und 10 Kilo zunehme, dann helfen mir meine Frau und meine Kinder und nehmen die 10 Kilo für mich wieder ab. Konkret gesagt, wenn Volker Wissing, um den geht es ja, sein CO2-Ziel im Verkehrssektor nicht schafft, dann spart einfach ein anderer Minister oder eine andere Ministerin ein bisschen mehr CO2 ein. Lauterbach schließt 3 Krankenhäuser, oder? Baerbock macht ihren nächsten Amtsbesuch in Australien mit dem Tretboot. So in der Art. Auf jeden Fall wahnsinnig gut durchdacht. Auch wenn die Ampel diesmal nicht zerbrochen ist, mir kommt das wirklich inzwischen vor wie eine Band, die ihre größten Erfolge längst hinter sich hat. Sie waren the hottest shit in town. The Ampels. Ganz Deutschland lag ihnen zu Füßen. Und trug sie auf Händen. Mit ihrem extravaganten Sound wollen sie Ende 2021 Deutschland und die Welt aufmischen. Mit der Ampel schreiben wir Geschichte. Wir wollen mehr Fortschritt wagen. The Ampels machen Musik vom großen Traum, dem Traum vom Möglichkeitsraum. Das hat den Möglichkeitsraum erweitert. Eine quasi osmotische Verbindung zur Wirklichkeit. Like, oh no. Oh Mann, ich möchte nicht wissen, was die so alles eingeschmissen haben. Aber das ist Rock'n'Roll, Mann. Ich liebe die Ampels. Tatsächlich landete die bunte Truppe mit ihrem Debütalbum Ample Road einen viralen Hit. Doch nach nur wenigen Wochen beginnt der Verfall. Seit der fröhlichen Selfies der Ampelparteien ist schon lange vorbei. Vor allem der Streit zwischen den Background-Sängern Robert Habeck und Christian Lindner bringt die Band an den Rand des Abgrunds. Also wenn John und ich uns gestritten haben, war das Ergebnis in der Regel ein Hit. Bei Lindner und Habeck ist das eher Shit. Scheiße. Mit immer schmutzigeren Details aus dem Innenleben füllen die Ampels statt großer Hallen nur noch die Seiten der Klatschpresse. Dabei bleibt der Frontmann Olaf Scholz die ganze Zeit verblüffend stumm. Keine Ahnung, warum die den langweiligsten Typen zum Sänger gemacht haben. Vielleicht hat er mit dem Produzenten geschlafen. Was weiß ich. Auch die nächtelangen Aussprachen in Olaf Scholz' Stammkneipe zum Kanzleramt können die Risse in der Band nicht mehr kitten. Ernsthaft? Die sind ja zerstrittener als Oasis oder Tic-Tac-Toe. Wenn ihr mich fragt, die sollten sich auflösen und lieber Solo weitermachen. Bandauflösung, Solokarrieren. Was sagt Bandboss Scholz dazu? Keine Entscheidung. Oh Mann, was für eine Blockflöte. Wenn sie mich fragen, ist das alles nur noch Gaga. The Ampels, ein bisschen wie die Beatles, nur in schlecht. Ein Film von Tobias Döll. Ich muss sagen, ich kann mir richtig vorstellen,
Wie die da nach so einer gescheiterten Verhandlungsrunde nachts frustriert zu Hause hocken und Baerbock schreibt nochmal eine WhatsApp an Habeck. Sind dir die FDP-Nasen heute auch so auf den Senkel gegangen? Und Habeck, boah, wenn ich den Lindner sehe, wünsche ich mir schwere Waffen. Wissing, hey, das habe ich mitgekriegt, das petze ich. Shit, Annalena, das ist nicht die Grünen-Gruppe, das ist der Koalitionschat. Na, Wissing, was hängst du denn so spät noch am Handy? Wissing, ich häng nicht am Handy, ich habe ein Dosentelefon. Warum? Ich will für alle Technologien offen bleiben. Lindner, was ist denn hier los? Gemauschel ohne mich, das könnt ihr knicken. Wissing, wollten wir nicht morgen beim Frühstück weiterreden? Frühstück, dafür ist kein Geld mehr da. Hallo Leute, hier bin ich, Bettina Stark-Watzinger. Lindner, wir sind gehackt worden. Eine Unbekannte ist in der Regierungsgruppe. Scholz, hier ist der Trompetenschlumpf. Warum seid ihr alle nicht im Bett? Ich will endlich pennen. Habeck, Leute, wo wir jetzt eh alle zusammen sind, wir müssen aufhören zu streiten. Die WählerInnen sind maximal abgenervt. Wir brauchen Ergebnisse. Und ich sag klar, wir brauchen mehr Schienen. Wir brauchen den Verbrennungsmotor. Wir brauchen Kindergrundsicherung. Wir brauchen Wärmepumpen. Welche Frau hat Lust auf einen niveauvollen Flirt? Hilfe, wer ist das denn? Das ist der Kubicki. Falsche Gruppe, Wolfgang. Leute, Kompromissvorschlag. Wir bauen mehr Schienen. Da dürfen aber auch Autos drauf fahren, wenn es Verbrenner sind. Und es gibt auch neue Autobahnen. Aber nur für Wärmepumpenmonteure. Und es gibt die Kindergrundsicherung. Die wird aber auch ausgezahlt an Erwachsene im Spitzensteuersatz. That's it. Das verkünde ich gleich live im Nachtmagazin. Wolltest du nicht pennen, Olaf? Kein Problem. Pennen und reden kann ich gleichzeitig. Ich bin wirklich gespannt, ob es mit diesen aktuellen Kompromissen gelingt, Tempo zu machen. LNG-Tempo heißt es ja immer. So schnell wie der Ausbau der LNG-Terminals vonstatten gegangen ist, so schnell muss jetzt auch die Verkehrswende gelingen, müssen Heizungen ausgetauscht werden, muss die Infrastruktur in Deutschland verbessert werden. Ich muss sagen, für mich sieht es im Moment eher so aus, als gäbe es nach jedem Schritt nach vorn wieder einen halben Schritt zurück. Verbrennungsmotor verbieten, aber doch nicht so ganz. Mehr Geld für die Bahn, aber die Straße muss attraktiver werden. Mal drüber nachgedacht, YouTube ist Englisch und das heißt auf Deutsch du Schlauch. Also Duschlauch. Und woran denken Sie bei Duschen und Lauch? Ganz genau. Das geht natürlich nicht als öffentlich-rechtliche Sendung. Deshalb gehen wir mit der ganzen Folge Extra 3 von YouTube hier in die ARD-Mediathek. Besuchen Sie uns da. Geduscht oder ungeduscht.